So, auf geht's zum Cage Nummer 1. Didn't Find It von James Doo. Wunderschöner Wald in der Nähe von Meckner Meer. Leider hört man auch die Autobahn, die genau hinter mir ist. So, jetzt mal runter vom asphaltierten Weg. Mal sehen, was das Garmin sagt. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Aber ein Stückchen müssen wir noch laufen. Vorne soll irgendwo der Cage sein. Aber da jetzt reinzukommen, keine Chance. Das heißt, ich mache mich wieder durch, gucken, wo das Auto ist. Und dann, ja, mal schauen. War eine Runde spazieren gewesen. Leider kein Käffchen dabei oder so. Gucken wir beim nächsten Mal. Sehr viele Mücken natürlich unterwegs hier. Aber dafür ist es hier sehr ruhig. Dann ein paar wenige Spaziergänger. Der eine oder andere Radfahrer. Auf dem Wegstück hier ist nichts. Na gut, dann sage ich mal bis gleich. Okay. Ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann, aber es sind sehr viele Hummeln und Schmetterlinge hier unterwegs. Die Sonne kommt auch wieder raus. Es wird sehr, sehr schwül. Wenn da hinten die Autobahn nicht wäre, dann wäre es ja richtig schön, aber gut, irgendwas ist ja nun mal immer. Durch dieses Gewässer gibt es hier Mücken ohne Ende. Ich glaube, ich bin eine gute Mahlzeit für die. Oh. Aber ansonsten schöne Gegend hier. Also hier komme ich bestimmt noch mal wieder. Und die nächste Tour, da gibt es auch ein Käffchen für Carlos. Jetzt war ja jetzt auch die Sommerpause, wie er sagte. Aber vielleicht schaut er das ein oder andere Video. Bis später. So, nun bin ich zwar von den Bremsen und Mücken geplagten Wald heraus, von da bin ich gekommen.
Hier geht auch ein Weg lang. Und wie man hört, die Autobahn. Und in diese Richtung muss ich jetzt weitergehen. Aber momentan ist mir wirklich, oder ja, ist mir die Autobahn lieber wie die Mücken. Aber gut, das Schlimme ist eigentlich nicht, dass gestochen werden, sondern die schwirren einem die ganze Zeit um die Augen rum. Das geht gar nicht. Aber naja, schauen wir mal. Eine Spinne oder eine Zecke? Ah, das scheint eine Spinne zu sein. Okay, dann sag ich mal bis nachher. So, das war's. Ich sitze wieder im Auto. Und ja, jetzt schaue ich mal, ob ich noch einen Cache mache oder nach Hause fahre. Mal schauen. Ich melde mich. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!